Hi, ich bin Roland für Mobile Geeks und wir sind hier immer noch auf der IFA 2012 und hier haben wir die Firma Bosma aus China und das ist das E8 3D Tablet. 3D deshalb, weil das Gerät einen 3D-fähigen Bildschirm hat. Das Display hat eine Diagonale von 8,1 Zoll und löst mit ganzen 1280x800 Pixeln auf. Da ist 1 GB auf RAM drin, ungefähr 8 GB, also nicht ungefähr, sondern definitiv 8 GB Flash. Ein ARM Logic Cortex A9 Dual Core mit 1,2 GHz, der läuft also, dürfte recht fix sein. Was gibt es noch zu sagen? Da ist WLAN drin, ganz normal. Die Akkulaufzeit wird mit ungefähr 5 bis 7 Stunden angegeben. Es ist allerdings recht hochgegriffen, denke ich mal, bei dem China-Prozessor. Hier vorne haben wir eine 0,3 Megapixel Kamera. Wir gucken mal ganz fix außen rum. Da haben wir den Strom. Das ist definitiv nicht der Stromanschluss, sondern der Mikrofon- bzw. Kopfhöreranschluss. Micro-SD-Karten-Slot, ein Mini-HDMI-Out, Micro-HDMI-Out, ein Micro-USB-Anschluss und das ist der Stromanschluss. Obenrum geht es weiter mit dem Ein- und Ausschalter und der Lautstärke-Wippe. Hier sitzt noch ein Mikrofon. An der Seite gibt es nichts weiter und auf der Rückseite haben wir hier einerseits zwei Lautsprecher links und rechts und hier oben noch eine 2-Megapixel-Kamera. So, wie gesagt, das Ding ist sogar zu verkaufen hier auf der Messe, kostet 170 Euro. Wir denken stark darüber nach, ob wir es denn tun sollten. Aber wie gesagt, 1280x800 und da läuft auf jeden Fall, wir gucken mal ganz kurz, da läuft auf jeden Fall Android 4.0 Ice Cream Sandwich drauf im Augenblick. Wir können es euch auch beweisen, wenn wir denn den Screen finden, wo es steht. Da haben wir es. Über das Tablet, hier sogar netterweise eingedeutscht, da haben wir Android 4.04. Jelly Bean soll irgendwann demnächst vielleicht mal drauf kommen. Aber wie gesagt, das Besondere, hier haben wir den Trailer schon laufen. Das Ding hat einen 3D-Bildschirm, 8,1 Zoll wie gesagt und das sieht auch sogar ganz gut aus, denn man braucht keine Brille dafür. Sieht so ein bisschen interlaced aus, weil es halt so stereoskopisch irgendwie funktioniert. Wenn wir hier drauf drücken, können wir umschalten. Da wird es ein bisschen heller, wenn man auf 2D schaltet und wenn wir wieder auf 3D gehen, das geht alles on the fly, da wird nichts umgeschaltet, man muss nicht warten oder irgendwas. Funktioniert beeindruckend gut und sieht auch gar nicht so schlecht aus. Der Endkundenpreis soll in Europa ungefähr 200 Euro betragen, wenn es denn jemals hierher kommt. Die Samples hier auf der Messe kosten knapp 170. Der 3D-Effekt ist leider nicht zu sehen, aber ich verspreche euch, ich schwöre euch, dass das gar nicht so schlecht aussieht. Der ist nicht so stark, wie man vielleicht hoffen würde, aber ist schon sehr beeindruckend, was die Chinesen von Bosma hier machen. Ich war Roland von Mobile Geeks. Tschüssi!